Herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um eine Phase, die für viele Hundehalter wirklich schwierig ist, nämlich die Pubertät. Und wir werden uns mal angucken, wann der Zeitpunkt ist, was da überhaupt so passiert und vor allem, was ihr da verhaltenstechnisch machen müsstet oder worauf ihr vorbereitet sein solltet. So, hier neben mir habe ich den Karl, den kennt ihr vielleicht schon, da haben wir mal ein Welpenvideo mit gemacht. Und der Karl ist jetzt um die 6 Monate, also das ist so die typische Phase, die erste Pflegephase. Das ist so die Phase, wo die Hunde in die Pubertät kommen. Ich befreie ihn jetzt auch mal hier, dass er ein bisschen laufen kann. Und da ist übrigens immer gut, wenn da auch mal ein paar erwachsene ältere Hunde dabei sind. Das tut den Hunden sehr, sehr gut. Ja, also wann kommen die Hunde in die Pubertät? Ganz unterschiedlich. Generell kann man sagen, dass kleine Rassen das immer eher tun als größere Rassen. Ist also immer ein bisschen davon abhängig. In der Regel passiert das so zwischen dem 6. und 10. Monat, also zwischen einem halben und einem Jahr kommen die Hunde in die Pubertät. Man kann das mit ziemlicher Zuverlässigkeit daran sehen, dass die Rüden dann auch anfangen, das Bein zu heben und überall Markierverhalten zeigen. Und dass die Hündinnen das erste Mal läufig werden. Da beginnt es meistens mit der Pubertät. Was passiert denn, wenn der Hund in die Pubertät kommt? Natürlich ändert sich das Verhalten. Da gehen wir aber im letzten Punkt nochmal drauf ein. Zunächst gucken wir uns mal an, was da physisch passiert überhaupt bei den Hunden. Und da passiert eine ganze Menge. Ich möchte jetzt nicht auf die ganzen einzelnen Dinge eingehen, aber man kann sagen, dass dort der Körper umgebaut wird zum Erwachsenenleben. Also es verändert sich natürlich auch die physische Statur des Hundes, also die Muskulatur, die Sehnen und so weiter. Der Hormonhaushalt verändert sich insbesondere und auch eine ganze Menge neuronale Verbindungen werden neu geknüpft, verändern sich und das ist auch genau das, warum die Hunde da so ein bisschen kirre sind. Also da kann man wirklich sagen, der Hund baut eine ganze Menge um in dieser Phase und teilweise weiß er wirklich nicht, was er da tut. Es ist eine Phase, die gar nicht so einfach ist, weder für Hundehalter noch für den jungen Hund. Diese Umbauphase, gerade diese hormonellen Veränderungen, die ja wieder auch neuronale Dinge verändern, ist aber enorm wichtig. Was dort beispielsweise im Gehirn des Hundes auch passiert, was die wenigsten wissen, dass sich die Verhältnisse von verschiedenen Hirnaktivitäten verändern. Es gibt ja beispielsweise das Stirnhirn vorne, was dann für bewusste Entscheidungen zuständig ist, was auf bereits Erlerntes zurückgreift, was eher so diese klugen, ruhigen Entscheidungen, sage ich mal, trifft oder dafür verantwortlich ist. Und dann gibt es emotionale Zentren, die relativ spontan reagieren, die für Emotionen zuständig sind. Und das Ganze gerät auch zeitweise aus dem Gleichgewicht. Im Rahmen der Pubertät oder im Rahmen des Älterwerdens des Hundes sollte das Stirn hier natürlich immer einen größeren Teil übernehmen später, sodass wir einen Hund haben, der letztendlich auch bessere Entscheidungen trifft. Und wenn man jetzt nochmal ein bisschen genauer sich das anguckt, wie das beeinflusst wird, dann haben auch die Geschlechtshormone da wesentlichen Einfluss drauf, auch auf diesen Umbau im Gehirn. Das ist beim Rüden das Testosteron, bei der Hündin sind es die Östrogene. Und deshalb ist es auch so wichtig, und das möchte ich jetzt mal allen sagen, dass ihr bitte, wenn es nicht unbedingt medizinisch notwendig ist, und dann ist es, das ist es meistens nie, dass ihr eure Hunde nicht frühzeitig kastrieren lasst. Also nicht die Hunde mit 6 Monaten, 8 Monaten, 10 Monaten oder mit einem Jahr kastrieren lassen, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass ein Hund kastriert werden muss oder sollte, dann macht das bitte später und wartet ab, bis der Hund durch die Pubertät ist. Es macht halt eigentlich keinen Sinn, da den Hund vorher zu kastrieren. Dann behalte ich so ein dauerhaftes Kind letztendlich. Und das ist sicherlich nicht das, was gut für den Hund ist und auch nicht das, was gut für den Menschen ist. Kommen wir nun zum Verhalten der Hunde. Und das ist das, was die meisten Hundehalter wirklich stresst. Sie sagen dann, der Hund hört plötzlich nicht mehr. Der hat doch seinen Sitz gemacht, der ist doch zufällig zurückgekommen. Und jetzt funktionieren die Sachen, die der Hund eigentlich gelernt hat, nicht mehr. Das ist auch eine Sache, das kann ich euch jetzt mal sagen, das ist relativ normal, dass das im Rahmen der Pubertät einfach vorkommt.
Zunächst mal entwickelt sich da ja eine ganze Menge hormonell. Das heißt, der Hund hat ganz andere Interessen. Der Hund wird mutiger, der Radius wird in der Regel größer. Der Hund hat mehr Interessen an anderen Artgenossen oder an dem anderen Geschlecht, besser gesagt. Der Rüde fängt an, richtig auf die Hündinnen zu stehen und umgekehrt. Und dadurch messen sich die Hunde auch eher mit Artgenossen. Das heißt, die Hunde probieren auch mehr im Bereich der Aggression aus. Sie sind in mehr Konflikte verwickelt, allein dadurch, dass sie sich selber ausprobieren. Jeder kennt das, diesen jungen Proleten, der dann irgendwo rumläuft, gerade die Rüden, und dann überall den Macker machen muss. Aber es kann auch sein, dass Hunde mehr in Konflikte verwickelt sind, weil sie für andere Rüden viel mehr als Konkurrent wahrgenommen werden können. Betrifft natürlich genauso die Hündinnen. Und von daher passiert da einfach schon eine ganze Menge. Und manchmal fragt man sich ja, okay, was soll ich jetzt da machen? Der Hund hat ja Sachen schon gelernt und jetzt funktioniert es nicht mehr. Man kann dazu nur sagen, es ist letztendlich eine Phase. Aber zusammenfassend kann man auch sagen, was tut der Hund dort? Er möchte sich ausprobieren und vor allem, er sucht nach Orientierung. Und das ist wirklich so das ganz Wichtigste eigentlich aus diesem Video, dass ihr Hundehalter euren Hunden dann die Orientierung gebt, dass ihr also für den Hund da seid, dass ihr dem Hund helft, dass ihr gerade aber auch in dieser Phase nochmal wirklich Regeln und Grenzen klar vorgebt, klar definiert und ihn auch anleitet im Sozialverhalten mit anderen Hunden, also da auch mal das Ganze managt, gute Sachen belohnt, schlechte Verhaltensweisen da auch abbrecht, also da auch bei eurem Hund seid. Das sind letztendlich die wesentlichen Sachen. Man könnte auch sagen, die Pubertät ist genau die Phase, wo der Hund irgendwann vom süßen Welpen vielleicht mal zum großen Arschloch wird. Und in dieser Phase habt ihr jetzt genau noch die Möglichkeit, da einzugreifen und auch die Verantwortung da einzugreifen, dass eben aus diesem süßen Welpen nicht das Arschloch wird, sondern dass aus diesem süßen Welpen ein gesellschaftsfähiger, vernünftiger Hund wird. Wenn man diese Phase verpasst hat, dann wird es nachher immer schwieriger. Das heißt, investiert in die Phase, trainiert mit euren Hunden, habt Geduld mit euren Hunden, holt euch, wenn nötig, auch irgendwo Unterstützung und schaut, dass ihr da wirklich so am Ball bleibt, damit letztendlich die Sachen dann funktionieren. Ihr könnt da einen wesentlich guten Grundstein für das weitere Leben legen. Ja, sagt einfach mal, wie es bei euch gewesen ist, wie das bei euren Hunden war, welche Erfahrungen ihr hattet mit euren Hunden in der Pubertät. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und uns einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat.